Mir war klar, wie es funktioniert, und dachte ich, sehr cool. Wenn Murdoch begeistert ist, dann wird er laut. Und der lange Bart am Kinn, der wackelt. Murdoch will nur beim Vornamen genannt werden. Genau wie Jan, der trägt Vollbart und Brille. Die Haare schimmern grau. Beide sind Anfang 30 und Mitbegründer eines Vereins, der buchstäblich ein Zuhause bieten soll für Programmierer und Computerexperten, für Elektroniktüftler und alle anderen, die Technik lieben und sie auch begreifen wollen. Noch aber sitzen Jan und Murdoch in Jans Keller im Schweriner Schlossgartenviertel zwischen Fahrrädern und Regalen aus grobem Holz. Vor Jan ein Laptop, der steuert eine kleine Fräse. Und diese Fräse schneidet vollautomatisch das Logo ihres gerade gegründeten Vereins aus einer Sperrholzplatte. Laubsägerarbeit 2.0 quasi, für Jan eine Spielerei. Weihnachtsdeko hatte ich damit mal gemacht. Eine Tablet-Halterung, die auch gleichzeitig noch eine Ladefunktion bietet. Die will ich sehen. Ja, können wir nachher nach oben gehen. Ja, oder ein Gehäuse für einen 3D-Drucker, da ist noch die Klappe zu sehen. Nicht was entsteht, ist wichtig, sondern wie. Jan und Murdoch wollen ausprobieren, wollen verstehen, was technisch hinter den Kulissen passiert. In diesem Fall, wie sie so mit Daten jonglieren müssen, dass eine Fräse macht, was sie wollen. So soll es künftig auch in ihrer gemeinsamen Werkstatt, ihrem Hackerspace im Technologiezentrum in Schwerin sein. Wir haben Frührentner dabei, wir haben halt Studenten dabei, wir haben Schüler dabei, wir haben Softwareentwickler, Webentwickler, IT-Supportler, sowas in der Richtung, also unterschiedliche Arten haben wir da an Leuten. Beruflich haben beide mit Technik zu tun. Murdoch als Administrator, verantwortlich für das Computernetzwerk eines international tätigen Unternehmens. Jan entwickelt Geräte, die Schadstoffe entdecken und analysieren können, etwa für Feuerwehrleute im Einsatz. Doch ihre Leidenschaft geht weit über den Beruf hinaus. Deswegen brauche ich aber Mitstreiter, so mit denen ich dann halt eben ein bisschen mehr machen kann, weil zu Hause sitzen, dann ist dann doch manchmal nicht die Energie so stark. So. Und deswegen habe ich eigentlich schon lange irgendwie Leute gesucht, aber es ist halt schwierig, Leute zu finden, wenn man nicht weiß, wo man gucken soll. Und deswegen habe ich gedacht, so ein Hackerspace ist genau der beste Ort, um Leute zu finden. Wenn der Raum steht, dann kommen die Leute von alleine. Der dritte, jetzt gerade der neue. Ja, ich habe ihn auch gerade gekriegt. Ja. Mittwoch kam er. Oben in Jans Wohnung. Computer, Bildschirme, Leiterplatten. Aus der Wärme einer Kerze will Jan Strom gewinnen. Das funktioniert bereits. Die dritte Generation eines Mini-Computers namens Raspberry Pi ist gerade herausgekommen. Hier ist Jan über die ersten Tests noch nicht hinaus. Der 3D-Drucker aber, der druckt schon. Dann nachher für die Fräse im Keller eine Energiekette, damit die Kabel dann ein bisschen besser verlegt werden. Aber das ist doch schon gedruckt hier. Das ist gedruckt, ja. Wo hast du das denn jetzt her? Da hatte ich ihn noch nicht im Gehäuse. Für ihren Hackerspace haben Jan Murdoch und die anderen bislang 9 Vereinsmitglieder klare Anforderungen. Ohne richtig schnellen Internetzugang geht gar nichts. Genug Arbeitsplätze müssen zur Verfügung stehen. Starkstrom wäre gut und eine Druckluftleitung. Und eine nette Ecke fürs Fachsimpeln, für den Kaffee zwischendurch, sollte auch drin sein. Workshops anbieten? Ne, also wirklich gezielt sagen, das ist Thema heute, ne, oder das Wochenende ein Hackathon veranstalten, wo man das wirklich das ganze Wochenende wirklich dann sagt, man hat ein großes Thema und daran versucht man irgendwas aufzubauen. Ne? Völlig egal, was es ist. Also Themen gibt es theoretisch eine ganze Menge, also Ideen, ne? Und Möglichkeiten, die umzusetzen, sind auch wieder da. Die 90 Quadratmeter, die Murdoch, Jan und die anderen im Schweriner Technologiezentrum beziehen könnten, wären perfekt. Der Hackerspace könnte nicht nur von der Infrastruktur, sondern auch von den Firmen dort profitieren. Und die Firmen wiederum von der kreativen Energie, die vom Verein ausgehen soll. Stichwort Nachwuchs. Noch aber hängt es am Geld. Mit den Beiträgen allein ist nämlich für einen kleinen Verein die Miete im Technologiezentrum noch nicht zu bezahlen. Ja, genau. Wir brauchen noch ein paar Mitglieder. Das brauchen wir noch ein paar Mitglieder. Also wir haben auch aktuell schon 2 Firmen, die uns monatlich eine Summe an Geld spenden, die wirklich einen großen Teil ausmachen, ne, für die zukünftige Miete. Im Keller im Schlossgartenviertel die Fräse hat ihre Arbeit getan. In Holz geschnitten liegt vor Jan und Murdoch eine stilisierte Leiterplatte, in die die Abkürzung SNAFU gefräst ist. SNAFU, das steht für Situation Normal All Fucked Up oder frei übersetzt Lage normal, alles im Eimer. Nerd-Humor. Und der ist speziell, so speziell eben wie Menschen, die mit teurer Computertechnik Weihnachtsdeko aus Sperrholz schneiden.